Wir befinden uns hier heute am Plantagenzentrum Königshof. Hier sind Generhaltungsplantagen angelegt, das heißt Plantagen von seltenen Baumarten, die besonders wertvoll sind. Auf dem Standort hier sind es eben Elsbeere, Speierling, Wildbirne, Feldulme und die Morschbirke. Generhaltungsplantagen sind Plantagen, die zum Zweck der forstlichen Generhaltung angelegt worden sind. Das heißt, hier werden die Genressourcen dieser Baumarten gesichert. Wir ziehen hier insbesondere Baumarten, die in der Natur schon selten geworden sind, beziehungsweise deren Bestände sehr zerstreut sind. Das heißt, die Bäume kommen in einem großen Abstand zueinander im Wald vor und finden deswegen keine Bestäubungspartner. In der Plantage können wir diese Bäume hier konzentriert auf einen Platz ziehen und können so Saatgut von hoher Qualität erzeugen. Gleichzeitig wird auch diese genetische Vielfalt auf einem Platz konzentriert und kann so geschützt werden. Die Wildbirne hat eine sehr hohe ökologische Bedeutung. Die Früchte sind eine wichtige Nahrungsquelle für viele Säugetiere und Vögel. Forstleute sind natürlich eher am Holz der Wildbirne interessiert. Das Holz der Wildbirne hat eine sehr schöne Färbung und wird deswegen gerne für Furniere, Intarsien, aber auch für den Instrumentenbau verwendet. Es erzielt am Markt sehr hohe Preise, deswegen sind Wildbirnen auch Baumarten, die in Zukunft vermehrt im Wald gepflanzt werden sollten. Die Wildbirne ist auch sehr gut an den Klimawandel angepasst. Das heißt, ihre Vorliebe für helle und auch trockene Standorte wird in Zukunft dazu beitragen, dass sich hier Areal ausdehnen wird. Sie ist eine sehr lichtbedürftige Baumart. Das heißt, im Bestandesinneren wird sie häufig von schattenverträglicheren Baumarten überwachsen. Deswegen braucht sie im Bestand sehr viel waldbauliche Pflege und Kronenpflege und sollte eher am Bestandesrand gepflanzt werden. Der Speierling ist eine weitere Wildobstart, die in Österreich schon sehr selten geworden ist. Sie ist sogar eine der seltensten Baumarten in ganz Österreich. Man geht von weniger als 500 erwachsenen Individuen aus. Das Holz des Speierlings ist wie das der Wildbirne sehr vielseitig verwendbar. Es ist das schwerste europäische Laubholz und kann auch für den Möbelbau, für Instrumentenbau und für Werkzeuge verwendet werden. Der Speierling ist eine Baumart, die sich in der Natur nur sehr schwierig vermehrt, weil seine Früchte und die Samen sehr häufig von Mäusen und anderen Tieren gefressen werden. Deswegen ist er häufig auf die künstliche Verjüngung angewiesen. Die Elsbeere ist eine weitere Wildobstart, die im Osten Österreichs relativ häufig vorkommt. Sie stockt auf nährstoffreichen, basenreichen Böden und hat ein tiefgreifendes Wurzelsystem. Das heißt, sie kann tiefer liegende Bodenhorizonte auch für andere Baumarten erschließen. Sie hat essbare Früchte, die auch kulinarisch vielfältig verarbeitet werden können. Es gibt zum Beispiel im Wienerwald eine eigene Genussregion, die sich spezialisiert hat auf die Verarbeitung der Früchte der Elsbeere. Die Früchte haben auch einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt und können sogar in Kosmetikprodukten verarbeitet werden. Sie trägt nicht jedes Jahr Früchte, aber man rechnet alle 2 bis 3 Jahre mit einer guten Ernte. Das Saatgut ist allerdings einige Jahre lagerfähig, sodass es eigentlich keine Probleme mit der Saatgutversorgung in Österreich gibt. Die Feldulme ist eine weitere seltene Baumart, die auch sehr gut für warme Lagen geeignet ist. Leider ist sie seit vielen Jahren vom Ulmensterben betroffen. Das ist eine Krankheit, die vom Pilz Ophiostoma ulmi hervorgerufen wird und die die Feldulme in ihrem Wachstum stark einschränkt. Die forstliche Nutzung bzw. die Nutzung allgemein beschränkt sich derzeit durch die Krankheit bedingt eben nur auf die Kultivierung von besonders ausgelesenen Klonen, die eine besondere Resistenz gegen die Krankheit aufweisen. Forstlich wird die Feldulme deswegen nur ganz selten verwendet.
Die Morschbirke ist die einzige Nadelbaumart hier am Plantagenzentrum Königshof. Wie der Name schon sagt, kommt sie insbesondere auf Moorstandorten vor. Diese sind leider in den letzten Jahrzehnten selten geworden. Diese nassen und sauren Extremstandorte sind für die Baumart überlebensnotwendig. Nur hier ist sie konkurrenzstark genug, um sich behaupten zu können. Durch die Anpassung an diesen Extremstandort kommt sie allerdings nur sehr zerstreut in Mitteleuropa vor, weshalb die Anlage von Generhaltungsplantagen hier sehr wichtig ist, um die genetische Vielfalt langfristig sichern zu können. Die Bäume hier am Standort sind optimal mit Licht und Nährstoffen versorgt. Deswegen hat das Plantagensaatgut oft auch eine höhere Keimfähigkeit und Lagerfähigkeit als das Saatgut aus den Waldbeständen. Generhaltungsplantagen sind eine wichtige Quelle für die Produktion von forstlichem Vermehrungsgut und damit ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt dieser Baumarten.